Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem Let's Play zu Spore. Mein Name ist LDP und hier seht ihr schon, wir sind gerade wieder am Rudel angekommen. Ich habe auch gerade schon während des Spielens, wo ich jetzt zum Rudel gelaufen bin, was Nettes wegen dem Gleiten herausgefunden, um ehrlich zu sein. Werde ich euch gleich auch im weiteren Verlauf mal zeigen. So, das erste, was wir jetzt auch machen werden. Die Arme, die werden wir ein bisschen anders platzieren. So, vielleicht können wir nämlich jetzt dann die Flügel so machen, wie ich sie haben will. Das muss ich gerade mal überlegen. Den hier. So. So. Wenn er so ganz normal aussehen würde, wäre alles cool, bin ich ganz ehrlich. Aber er tut's ja leider nicht. So, was wollte ich machen? Genau, andere Füße. Posieren, Stufe 2. Nee, nee, nee. Können wir nicht irgendwie auch tanzen? Hatte ich nicht irgendwas vorhin gelesen mit Tanzen? Oder in was für ein Zusammenhang war das? Mit den Augen hat's ja wohl nicht so viel zu tun. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal was fürs Singen. Dadurch werden wir dann aber wirklich nur ein Pflanzenfresser und kein Allesfresser mehr. Ist natürlich eine Überlegung wert. Übelst krass sinken oder nicht? Ich gucke gerade auch hier mal, was die ganzen Sachen so bringen. Der ist natürlich günstiger als das hier. Hat dafür allerdings auch ein paar Sachen nicht. Das sieht natürlich auch ganz schön gut aus. Aber ich denke, wir werden den erstmal verkaufen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie sieht es denn hiermit aus. Dir gefällt's, ja? Ich weiß nicht. Irgendwie siehst du jetzt nicht mehr aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Was heißt in Erinnerung? Wie ich es eigentlich haben wollte. So wird ein Schuh raus. Was bringt uns denn das Sehen? Beziehungsweise die Augen aus das Sehvermögen. Ein böser Blick. Der sieht aber echt böse aus, wenn ihr euch das mal anschaut. Einerseits auch irgendwie cool, aber... Nee, dann ist es nicht mehr unser Süßer. Was, eine Bruste? Okay. Sehr interessant. Ja. Ja, genau. Trübsee. Okay. Was haben wir denn hier noch? Was? Exoskelettglieder? Gepanzerte Arme. Aha. Hier gehen wir dann auf das Kern von Spore. Ach ja, man muss auch dazu sagen, ich habe übrigens auch die beiden Erweiterungspacks. Es gibt ja, jetzt muss ich gerade überlegen, dieses Space Adventure DLC-Ding. Und dann gab es noch eins mit, glaube ich, mehr Sachen einfach, ja. Hab mir jetzt gerade leider nicht gemerkt, wie die ganzen Sachen hießen. Das ist das Problem. Tut mir sorry. Jetzt bin ich aber hier gerade verwirrt. Sind das Arme oder? Es können Arme, aber auch Füße sein, wenn ich das hier richtig sehe. Okay, aber Moment, Greifer, das sind die Arme, okay, das sind die Füße. So, hier haben wir dann nämlich auch einen höheren Tanzmove-Wert. Aha, jetzt haben wir sich entdeckt. Was ist denn jetzt hier so toll? Achso, wir können schöner springen. Wir können hiermit schleichen. Ich habe eben erst Schlecken gelesen und war total verwirrt. so, tanzen 2, schleichen, bla bla bla, springen wäre aber auch nicht so verkehrt, weil, wodurch können wir eigentlich springen? Das ist singen. Das sieht so doof aus. Okay.
Das ist interessant. Gut, weil dann würde ich nämlich sagen, nehmen wir. Och, was hatte ich denn jetzt gerade einen Sinn? Das hier. Genau, die. Okay, das sieht sehr interessant aus. Aber eigentlich will ich gerne, dass wir das hier ransetzen. Das ist ja echt interessant. Man kann einen Vierbeiner machen. Das ist echt interessant. Das ist echt interessant, muss ich mal so sagen. Aber dann könnten wir nicht mehr greifen. Hebe Objekte auf und verwende sie. Ah. So, wir haben allerdings aber auch wieder neue Waffen. Unter anderem das hier, um übelst krass zuzuschlagen. Aber dafür fehlen uns einfach eindeutig die ganzen Punkte. Hier hätten wir was, was mir wieder sehr zugutekommen würde. Muss ich gerade mal gucken. Dafür bräuchten wir aber noch mehr. Außer wir legen jetzt irgendwas ab. Was könnten wir ablegen? Das Spucken würde ich dann schon glatt sagen. Wir legen das Spucken ab und diese Flügel. Und dadurch kriegen wir diese doch sehr ansehnlichen, wie ich finde. Jetzt können wir nämlich noch schöner gleiten. Wenn man mal guckt, können wir jetzt auch sprinten, gleiten, greifen, springen und unser verbündeten Ruf. Haben dann hier beißen, rammen und schlagen, singen, oh Gott, tanzen, ja, bezaubern und haben eine eigentlich gute Geschwindigkeit, aber wir haben noch ein bisschen wenig Leben, um ehrlich zu sein. Aber okay. Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, das da hinten stört mich jetzt gerade doch irgendwie. Also hier, dass da hinten jetzt einfach mal gar nichts ist. Nur mit 8 werden wir da, denke ich, nicht viel hinkriegen, außer vielleicht ein Auge. Ein Auge daran sitzen. Nicht mal für ein Auge reicht es. Oha. Das ist traurig. Wir machen mal einen Testlauf. Jetzt seht ihr, hier haben wir den Testlaufbereich. Moment, wie ist das jetzt mit dem Fliegen? Moment mal. Ja. Hintergründe, Babys. Okay. 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 Sehr interessant. Hinsetzen. Das ist ja echt cool eigentlich. Was? Hippity Hopsa? Was? Okay. Durchlauf. Okay. Ja, ist in Ordnung. Wir nehmen ihn. Ist ja alles gut. Jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit damit verbracht, uns einfach diese schöne Kreatur zu erschaffen. Lernen sie jetzt das Fliegen oder was machen die? Die gehen weg? Warum? Warum hauen sie jetzt ab? Sehr komisch, was hier auf unserem Planeten sich abspielt. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihnen, um einen Partner zu finden und eine neue Heimatbasis zu beziehen. Oh, cool. Benutze deine Übersichtskarte, um dich durch die Welt zu bewegen. Auf ihr sind dein Nest, Nahrung und dein Migrationsweg eingezeichnet. Ah ja, tanzen. Voll süß. Ja, ihr habt es richtig gesehen. Wir können jetzt zweimal.
Wir können es sogar noch mehr. Kommt immer drauf an, wie ich das gesehen habe. Wenn man jetzt zum Beispiel so macht. Seht ihr das? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, Leute? Hier haben wir was ausgerottet, wenn ich das richtig lese. Oder irgendwas ist hier passiert. Ja, hier haben wir doch das eine Nest ausgerottet. Stimmt, ich erinnere mich. Es war ein trauriger Sommertag. Das ist total cool mit dem Fliegen. Leute, und hier haben wir eine neue Spezies. Alles cool, alles cool. Bin nur zum Klauen da. Warum lauft ihr mir im Weg, wenn ihr wenn ihr Angst vor mir habt? Könnten wir nebenbei wieder ein bisschen essen? Weil hier unten sehen wir übrigens auch unsere Hungeranzeige und halt unsere Lebensanzeige. So. Und jetzt werden wir hier das Fliegen lernen. Die sehen sehr interessant aus. Ihr seht echt sehr interessant aus. Ah, das ist echt cool mit den Gleiten. Hatte ich auch noch nicht probiert. Also ich merke schon, auch wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, man kann immer wieder neue Sachen entdecken. Finde ich gerade echt cool. Gefällt mir. Ich habe es halt wirklich nur einmal gespielt und das doch eigentlich recht weit. Ihr seht verdammt merkwürdig aus. Wir freunden uns mal mit euch an. Aber nur, weil ihr mich an Schweinchen erinnert. Du bist doch der Anführer hier, oder? Mach mal was. Soll das Singen sein? Das ist Tanzen, oder? Was machen die denn? Ich kann das nicht deuten. Tut mir leid, Leute, aber ich kann das nicht deuten. Das war jetzt Ding. Das habe ich kapiert. Was? Hey, ihr seid mir auch so blöd. Also sowas. Die sehen auch sehr interessant aus. Hui, das mit dem Fliegen. Ich finde das total cool. Warum habe ich das damals nicht gemacht? Ich war so doof. Oh, die sind, glaube ich, nicht gerade lieb. Und das nicht so lieb, wie es mir lieb ist. Aber ihr habt ganz schön große Skelette, heißt ganz gute Sachen. Und die haben da sogar ein ganz, ganz großes Skelett. Leute! Ich glaube aber, ich will hier nicht so lange bleiben. Wo war Sprinten? Sprinten ist Shift. Aua! Lauf, Kumpel! Aua. Hol dir noch schnell das Skelett. Und jetzt nix wie weg. Aua. Oh, ich bin vergiftet. Nein. Ich war vergiftet. Du wurdest im Kampf besiegt. Bist du verletzt? Ziehe dich in dein Nest zurück, um dich zu heilen. Ich werde es mir merken. Aber meine Bauteile habe ich jetzt trotzdem noch, oder? Ich habe mir Mühe gegeben. Muss ich jetzt wieder irgendwas lernen? Nein, ich bin direkt wieder da. So, vor allem, ich soll mich in mein Nest zurückziehen. Aber. Wie? Das sah total cool aus. Ich will das auch so total krass hinkriegen. Ja, ihr seid voll im Sing-Sang-Laune. Ihr seht auch total interessant aus. Alter. Voll viele coole Spezies hier. Aber okay. Wir sehen schon, es gibt hier echt ein paar, die sind nett und dann gibt es ein paar, die nicht so nett sind, wie sie sein könnten, wenn ich auch nett bin. Die sehen schon wieder zum Beispiel böse aus. Weiß ich, werde mich mal hier schnell wegbewegen.
Ah, komm, jetzt. Nein, was tue ich? Wo ist eigentlich das Nest von mir? Oh, ich bin gerade auf einem ganz falschen Weg, sehe ich eben. Ich dachte, das wäre hier irgendwo. Schade eigentlich. Oh, da hinten ist wieder was. Oh, das sind böse. Nimm's doch bitte. Ist hier noch irgendwo was? Nein. Okay, dann nichts wie weg hier. Oh, jetzt haben wir Bezaubern auf Stufe 3, wenn wir es benutzen sollten. Wir müssen uns aber echt immer merken, wann wir ja zu gleiten haben, weil ansonsten klappt das nicht so ganz. Ich will hier hoch. Jawohl, hat geklappt. Oh, was haben wir hier? Kneeblatt. Oh, ein fünfknöchiges Kneeblatt. Sehr schön. Oh, hier gibt es wieder so viel zu sammeln. Ich will alles haben. Seid lieb zu mir. Moment, seid ihr nicht. Hatte ich euch nicht schon mal? Seid ihr irgendwelche Kreaturen, die nicht gerade sehr lieb zu mir scheinen? Ihr wart auch nicht lieb? Okay. Ich ziehe schon weiter. Sprinten und Sprung. Achso, ich kann da nicht aus dem Sprint springen. Das ist. Aus dem Sprint springen? Ja, okay, macht Sinn. Oh, hier ist der Pfad, den wir, glaube ich, gehen sollen. Wäre schade, dass wir nicht so hoch. Wenn wir höher springen könnten, das ist es. Wir müssen höher springen und dann können wir nämlich aus dem Stand heraus dieses Gleiten machen. Ansonsten muss ich nämlich immer wieder hoffen. Oh. Ja, ansonsten muss ich immer wieder hoffen, dass ich so eine schöne Schlucht finde. Oder so einen kleinen Hügel. Du hast dieses Nest besetzt. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Oh, das hat natürlich auch schön. Warum könnt ihr so hoch springen? Warum kann ich nur so mickrig springen? Ich glaube, das ist die bessere Frage. Der wird uns auch nochmal Springen plus 1 geben und Gleiten 4. Das ist sehr nett. Aber dafür brauchen wir halt erstmal genügend DNA-Punkte. Dann kann man darüber reden. Also ich will auf jeden Fall so eine fliegende Kreatur erschaffen. Habe ich mir jetzt schon so vorgenommen. Eine fliegende Kreatur als Pflanzenfresser. Süß. Total süß, ey. Oh, nö, ne? Nö. Da ist was. Die sehen sehr aggressiv aus. Spontane Kardioeinheit. Die war nicht gerade lieb. Darf ich das so sagen? Folgen die uns? Nein. Schlimme ist, die haben wir direkt nebenan. Das will mir nicht gefallen. Ich soll zum Nest zurückgehen, wenn ich mich heilen will. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das ruhig mal. Oh, da ist noch ein großes Skelettding. Ich will es haben. Wir nehmen uns erstmal das. Jetzt schnell das. Komm, 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 komm. Und jetzt, nix wie weg. Lauf, kleiner Mann. Lauf. Jawohl, wir sind entkommen. Sobald wir in der Luft sind, kann er uns nichts. Was seid ihr denn hier? Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich würde sagen, da ist ja auch schon wieder so eine komische große Kreatur, aber das ist ja was ganz anderes hier. Das ist ja einfach nur ein Bäumchen gewesen. Ja, ich gehe doch schon. Hi. Hallo.
Ich will höher springen können. Obwohl, guckt mal. Du siehst sehr interessant aus. Du bist ein Schurke. Na, dich werde ich mal umstimmen. Halt. Du bist ein großer Affe. Das würde uns 100 DNA-Punkte geben, wenn wir das hinkriegen sollten. Das wäre natürlich extrem krass. Wir müssen ihn halt nur erreichen. Aber durch Fliegen können wir ihn vielleicht... Der ist ein bisschen aggressiv, der Gute. Huiuiui. Irgendwie habe ich Angst, den jetzt wirklich zu beeindrucken. Oh, das gefällt ihm. Oh, wie knapp. Alter, komm. Ja. Leute. 100 DNA-Punkte. Was ist los? Wir haben so ein riesiges Ding da eben. Einfach mal beeindruckt. Hammer, krass. Jawoll. Ich hab nicht mal geglaubt, dass wir es hinkriegen. Das ist das Lustige. Ich hab's einfach nur zum Spaß und Testen mal gemacht. Mehr Intelligenz. Der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer. Dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist jetzt Platz für zwei. Was ist denn der Kollege jetzt hin? Er ist tot. Wir essen dich. Wir sind Allesfresser. Ach so. Oh, ja. Stimmt, wir sind ja jetzt Pflanzenfresser geworden. Das ist natürlich dann ein bisschen doof. Ach so, wir haben... Ja. Ah, da ist ja unser guter Kumpel. Hey, Buddy. 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 Machst du wieder Party? Yo. Ich will dich in meinem Rudel haben. Alter, wenn wir den als Kumpel haben, Leute. Wie krass wäre das bitte? War nicht gut. Er kann echt krass tanzen, der Gute. Komm, kleines Stück. Mach noch einen Move. Nein. Alter, bitte greif ihn nicht an. Greif ihn nicht an. Alles cool. Alles cool. Wenn er das Schreien macht, dann haben wir Glück. Ja, da kriegen wir extrem gut Punkte. Aber jetzt macht er wieder, glaube ich, einen Tanz. Wir singen einfach mal, in der Hoffnung, es gibt genügend Punkte. Nein, hat es leider nicht. Komm, das war einmal falsch. Machst du noch was? Nein? Greif mich nicht an. Alter, das sieht immer aus, als würde er mich gleich umbringen wollen. Wir machen jetzt einfach nur schreien. Was passiert hier? Hat ihm nicht gefallen? Dann tanz. In der Hoffnung, dass wir so die Anzeige gefüllt kriegen. Es war auch ganz knapp. Gut, dann gehen wir lieber mal, bevor er sich das anders überlegt mit den Angreifen. Unser Nest müsste ja hier irgendwo sein. Oh, ich krieg das noch hin. Ihr werdet... schon sehen? Was ist denn da jetzt gerade runtergekracht? Was ist das? Das ist ein ganz normaler Stein. Oder was? Oder habt ihr ja Eier aus dem Nest rausgeworfen? Mann, Mann, Mann. Okay. Gut, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn es heißt Let's Play Spore. Mein Name ist EditEP. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss, tschüss.